Herzlich willkommen zu unserem Kurs GUI Programmieren mit Python. Mein Name ist Frederik Weitz und ich führe euch durch diesen Kurs. So, wir hatten uns den Canvas angesehen, wir hatten uns den Konstruktor angesehen, wie man ein Rechteck zeichnet, wie man einen Kreis zeichnet, wie man die Koordinaten von dem Kreis verändert bzw. die Größe. So, und jetzt werden wir uns anschauen, wie man die Farbe verändert. Und dazu müssen wir uns ein bisschen mit dem Befehl hexadezimal beschäftigen. So, wenn ich den Hexadezimalbefehl ausführe, und da kann ich hier hinten irgendeine Zahl eintippen, also eine Integerzahl oder auch eine Floatzahl, das ist egal. So, wenn ich das hier eintippe, dann gibt er mir folgende Zeichenkette heraus, nämlich 0x am Anfang und dann genau die Zeichenanzahl von der Zahl umgewandelt eben in die Hexadezimalzahl. Das ist also keine Zahl, die uns Hex rausgibt, sondern eine Zeichenkette. Häufig wird das in Büchern anders dargestellt, dass man damit eine Hexadezimalzahl bekommt. Nein, man bekommt das Abbild einer Hexadezimalzahl als Zeichenkette. Das ist das erste Problem, was wir haben. Dann steht ja am Anfang 0x. Wir brauchen aber für die Farbparameter brauchen wir am Anfang ein Hashtag. Das heißt, wir müssen das 0x gegen das Hashtag austauschen. Und dann muss der Farbparameter, wenn der übergeben wird, genau 6 Stellen haben. So, und hier seht ihr aber, egal was das jetzt für eine Zahl ist, hier habe ich nur 4 Stellen. So, und das müssen wir uns jetzt ein bisschen ansehen, wie wir das machen, damit wir den richtigen Farbwert in der richtigen Konfiguration übergeben. Ist aber auch nicht ganz so schwierig, man muss sich ein bisschen mit Hexadezimalzahlen auskennen. Das zeige ich euch jetzt. So, wenn ich eine Hexadezimalzahl eingebe, wie zum Beispiel 15, dann gibt er mir hier eine Zeichenkette heraus, das sieht man hier an diesem Apostrophzeichen. Wenn wir in der Shell sind, können wir das überprüfen. Dann am Anfang das Zeichen, dass es sich um eine Hexadezimalzahl handelt, 0x. Und dann kommt die eigentliche Hexadezimalzahl, die ist hier F. Das steht eben für 15 in dem Hexadezimalsystem. So, wenn ich Hex 16 eingebe, dann gibt er mir 10 heraus, weil das dann sozusagen hier diese Stelle, wenn da eine 1 drauf steht, dann steht das für 10, dann steht das für 16. So. Und zum Beispiel, wenn ich 32 eingebe, das Doppelte, so, dann habe ich hier 0x, also 20, weil hier dann 2 mal 16 gerechnet wird. So, und so sind die Hexadezimalzahlen aufgebaut. Wenn ich jetzt zum Beispiel eingebe 256, das ist also 16 mal 16, dann bekomme ich hier 100 heraus. So. Und wenn ich eingebe, ja, das kann ich jetzt nicht mehr im Kopf ausrechnen, 16 mal 16 mal 16 mal 16, ja, oder 16 hoch 3, und da gebe ich jetzt einfach mal ein Potenz, so, dann habe ich 1000 in der Hexadezimaldarstellung, 16 hoch 4 habe ich 10.000, also eine fünfstellige Zahl, und erst ab der Zahl 16 hoch 5 habe ich eine sechsstellige Zahl, und diese sechsstellige Zahl, die brauche ich. So, wie mache ich das jetzt? Das ist ganz einfach. Ich rechne gleich, wenn wir die Farbe ausrechnen, rechne ich einfach bei dem Ganzen ein 16 hoch 6 mit dazu. Dann habe ich eine siebenstellige Zahl, und da ich bei den Farbwerten nur eine sechsstellige Zahl ausrechne oder maximal eine sechsstellige Zahl ausrechne, kann ich dann, wenn ich, sobald ich das in einen String umgewandelt habe, nicht nur die ersten beiden Positionen abschneiden, sondern die dritte mit dazu. Das heißt, alles, was über 16 hoch 6 minus 1 hinausgeht,
Das kann ich euch auch noch mal zeigen, welchen Wert das gibt. 16 Potenz 6 minus 1. So. Und hier habt ihr die letzte sechsstellige Zahl, nämlich f, 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 f. Das wäre sozusagen, und wenn ich jetzt 1 dazu rechne, dann braucht er den nächsten Stellenwert, nämlich den 7. So. Und wenn ich das dazu rechne, hier also dieses 16 Potenz 6, so, dann habe ich auf jeden Fall eine siebenstelligen String und davon schneide ich die ersten drei Stellen ab und ersetze die durch das Hashtag. So, das zeige ich euch jetzt. Das sieht alles, ist alles so ein bisschen schwierig jetzt, wenn man das nicht live sieht. So, als erstes brauche ich jetzt aber, und das ist das Wichtigste, ich brauche etwas, um die Farbe zu manipulieren. Und dazu gibt es allgemein für die Manipulation von Parametern gibt es den Befehl itemconfig. So, da übergebe ich als erstes das Objekt, von dem ich die Parameter manipuliert haben möchte. Und Farbe, die innere Farbe, da gibt es den Parameter fill und den setze ich jetzt einfach auf Farbe. So, dem muss ich jetzt hier einen String übergeben. Farbe muss ein String sein, der muss also die, diesen typischen Parameterübergabe muss der mir liefern. So, Farbe ist gleich. So. Hier drin muss ich irgendwas berechnen, was mir nach in der Hexadezimalzahl umgewandelt wird. 16 Potenz 6. So, das ist das erste, was ich dazu rechne. So, hier genau das. Aber da bekäme ich jetzt hier tatsächlich nur diese 1.000.000 heraus. Also hier hinten wäre alles 0. Das heißt, jetzt rechne ich einfach noch die anderen Farbwerte dazu. Und das muss ich jetzt so ein bisschen, naja, ich hoffe, ihr vertraut mir, dass ich das Richtige mache. So, den Integer von s-Wert mal, und jetzt hier sechzehn und davon die Potenz 4. So, den mittleren Wert möchte ich nicht verändern, das heißt, da setze ich 0. Das wäre jetzt, wären jetzt die dritte und vierte Stelle. Aber ich kann euch das auch nochmal zeigen. 16 Potenz 2 müsste ich dort reinsetzen, plus den Integer von s-Wert. Warum Integer übrigens hier? Weil ich dort ja auch erstmal nur ein String, also eine Zeichenkette übergeben bekomme. Da ist zwar eine Zahl drin, aber die muss ich umwandeln. Also in eine Zahl. So. Und hier die Potenz von 16 hoch 0. So, und das können wir hier weglassen, also das, was jetzt hier auch eingegraut erscheint, weil 16, die Potenz, die nullte Potenz von 16 ist 1. Das heißt, ich würde hier das Ganze einfach nur mit mal 1 wahrnehmen, mal nehmen. So. Und ich schließe die Klammer. So, jetzt haben wir hier vorne noch etwas zu verändern. Ich wollte die Farbe Rot, die wollte ich bei dem höchsten Wert beginnen lassen. Das heißt, ich gebe hier noch einen 255 Minus dazu. Und das wird jetzt hier berechnet. Der S-Wert wird in eine Zahl umgewandelt. Und die Differenz zu 255 gebildet. Und das Ganze wird dann mit der
vierten Potenz von 16 mal genommen. So, das ist das Erste. So, jetzt habe ich aber hier in Farbe einen String drin, bei dem die ersten drei Stellen weg müssen. Und vorher muss ich auch noch einen Hashtag setzen. Das heißt, ich muss Farbe jetzt ersetzen. Und zwar gebe ich hier einfach an in Gänsefüßchen den Hashtag plus. Und jetzt lasse ich mir von Farbe erst ab der dritten Stelle den String zurückliefern. Und also ab der vierten Stelle eigentlich, weil 3, das beginnt ja mit 0 und 0, 1, 2 sind die ersten drei Stellen und 3 bezeichnet hier die vierte Stelle. Und wenn ich jetzt hier in der Breite, die ich mir zurückgeben lasse, hinten nichts reinsetze, dann gibt er mir den Rest des Strings ab der dritten Position aus. Das heißt, die restlichen Zeichen, die werden mir hier übergeben. Und damit habe ich sozusagen meine sechsstellige Hexadezimalzahl plus dem Hashtag vorne dran. Ich weiß, wenn ihr jetzt noch nicht so viel Erfahrung mit dem Programmieren habt, dann ist das wirklich, scheint das kompliziert zu sein, aber es ist gar nicht so kompliziert. Also vertraut mir einfach, dass das alles so klappt. So, und jetzt schauen wir uns das Ganze insgesamt mal an. Ich speichere das ab. Und ja, jetzt haben wir natürlich hier noch im Gegensatz zu dem Programm, was ich euch als allererstes gezeigt habe, hier haben wir noch unsere Bewegung drin, weil ich euch das ja unbedingt zeigen musste. So, aber das wird es ja auch tun. Und ihr seht, jetzt verändert er seine Farbe und wandert auf dem Bildschirm herum. Ja, so. Ein bisschen anders als das Programm, was ich als allererstes euch gezeigt habe, aber das lässt sich auch leicht ändern. So. Und zwar, indem ich hier einfach wieder meine Werte 50 und 50 einsetze bei dem Befehl lw.coords. So, damit ihr es mir glaubt, falls ihr nicht mitprogrammiert habt, es funktioniert. So, der Kreis wird größer, er verändert seine Farbe. Wunderbar. Gut. Okay, das war's für diesmal. Ich habe euch gezeigt, wie man die Farbe verändern kann. Ich habe euch eine kleine Routine mitgegeben, wie man sich die Farbe aus einer Zahl umwandelt, wie man die dann eben tauglich für die Übergabe macht in einem Parameter von einer Widget-Konstruktion. Und schaut euch bitte hier dieses kleine Programm, schaut euch das gut an. Und vollzieht das nach, wenn ihr es jetzt noch nicht so richtig versteht, was ich gemacht habe, vollzieht das nach, weil das werdet ihr, sobald ihr mit der Canvas zeichnet, werdet ihr das immer, immer wieder brauchen. Ne? Das ist so eine kleine Sache, das muss man sich ein bisschen zurechtfrickeln, muss man gucken, wie man das macht, wenn man es nicht schon vorgegeben bekommt. Hier habt ihr es. So. Und sobald ihr die Farbe verändern wollt, das wird euch relativ häufig passieren, wenn ihr mit der Zeichenfunktion arbeitet, dann wird dieses kleine Programmchen, das wird sehr wichtig, am besten macht ihr daraus eine Funktion. Na, so könnte ich euch jetzt auch noch zeigen, aber ich denke, ihr wisst, wie man eine Funktion sich selber definiert. Gut, ich hoffe, das Video war erhellend für euch. Es war jetzt leider ziemlich lang, das tut mir leid. Ich wollte es ja eigentlich immer schön kurz machen, dass ihr kleine Häppchen bekommt, aber gut, okay, manchmal lässt sich das nicht vermeiden. So, wenn es euch gefallen hat, dann bitte einmal einen Daumen hoch und wir sehen uns im nächsten Video wieder und dann zeige ich euch, wie man Text auf die Canvas bringt. Bis dahin!